Hallo, wunderschön und willkommen zurück zum Supermarkt-Simulator. Wir haben das Ganze jetzt im Livestream einmal ein bisschen weitergespielt, das heißt die Folge, die heute kommt, die ich jetzt gerade aufnehme, weil wir haben heute den Feiertag am Montag. Dort kommt nämlich jetzt die letzte Folge, jetzt nehme ich das Ganze wieder auf. Wir haben es ja im Livestream mal ein bisschen weitergespielt, das Ganze. Und ja, war ja so ein spontaner Stream, habt ihr den jetzt verpasst? Tut es mir natürlich leid, weil es ist eigentlich nicht geplant gewesen, dass wir das machen. Aber ich dachte mir, hey, so einen spontanen Supermarkt-Stream könnte man ja mal machen. Und das haben wir dann natürlich dann auch getan in dem Fall. Das passt noch soweit. Ich habe noch ein paar Sachen ausgebaut. Ich habe jetzt so ein bisschen umgestellt. Wir haben noch ein paar Waren bestellt. Haben noch ein paar neue Leute dazu bekommen. Beziehungsweise wir haben jetzt alle 4 Auffüller in dem Fall. Die haben wir jetzt komplett mit dabei. Wir haben neue Ware mit dabei. Wir haben jede Menge Schulden, die wir abzahlen müssen. Deswegen müssen wir natürlich dann gucken. Eigentlich könnte ich den Laden schon aufmachen. Weil wir haben ja auch genug Leute, die hier gerade auffüllen. Wir haben genug Leute, die hier noch an der Kasse stehen. Also passt alles im Endeffekt. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus in dem Fall. So, neue Regale habe ich natürlich auch dementsprechend. Oder Zucker habe ich keinen. Da muss ich gleich mal gucken. Und kommt gleich direkt so eine Pokémon-Musik. Ah, nicht schlecht. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich habe es ein bisschen umgestellt. Muss hier noch einen Durchblick finden. Jetzt kann ich das Ganze endlich alles sortieren. Das wollte ich eigentlich noch gemacht haben. Bin allerdings nicht dazu gekommen, das zu tun. Und Preise habe ich jetzt natürlich auch noch nicht angepasst. Ist aber nicht so wild. Weil so viel Unterschied macht es nämlich nicht, ob die Preise jetzt zu teuer sind oder nicht. Die Leute meckern, das ist egal. Erste meckern, ganz ehrlich. Das ist egal erstmal. So, den packe ich mal da rein. Okay, dann packe ich die erstmal da rein. Da habe ich noch Nudeln. Habe ich auch noch Nudeln. Also ich müsste mal gucken, dass ich da... Oh, ich sehe gerade, ich muss die Spaghetti auf jeden Fall auffüllen. Da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, ich habe die auch gekauft, meine ich. Alles voll. Jetzt kann ich das wieder nicht abstellen. Ah, das ist so nervig. Das ist so nervig. Wo ist mein O-Saft? Ich find das Regal dafür nicht. Ja. Schöne Scheiße. Ich find's nicht. Ah, da. Ja, das soll auch noch alles umgestellt werden. Also sobald wir jetzt die nächste Lagererweiterung haben oder Ladenerweiterung haben, wird das auch alles umgestellt. Da werden wir das Ganze auch einmal erst anpassen. Und wir werden das Ganze dann fertig machen. Es hat das nicht. Restocker, wieso hast du das in der Hand? Werden das Ganze anpassen natürlich. Das heißt, ich werde alles so umbauen. Ach, jetzt geht's doch, nicht hier. Dass wir das da mit den Getränken alles nebeneinander haben. Aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Platz aktuell. Ach, die blöden Spaghetti. Ja, die will ich haben. Dass wir das natürlich alles schön ordentlich haben in dem Fall. Wäre nämlich ganz cool, dass wir halt die ganzen Getränkesachen nebeneinander haben, dass wir die ganzen anderen Sachen nebeneinander haben, die ganzen Regale und so weiter und so fort. Das wird alles noch gemacht, das kommt alles noch. Das ist auch alles noch geplant. Aber dafür brauche ich erstmal das Budget, die Sachen dann zu machen. Und ich muss natürlich dann auch erstmal gucken, wie die ganzen... Ich das schon wieder nicht auffüllen. Mal wegpacken hier. Wegen den ganzen Sachen, die ich jetzt im Regal habe. Das muss ich nachher erstmal umsortieren. Weil es jetzt einfach viel zu viel durcheinander ist gerade. So, jetzt haben wir ein bisschen Budget. Und jetzt müssen wir mal gucken. Zahlung. Also ich habe jetzt noch... Oh, ich habe hier noch 3 Sachen, die ich zahlen muss. Dann bin ich aber raus. Dann habe ich den Kredit... Nee, dann habe ich noch nicht raus aktuell. Ich wäre schön, wenn man die Rechnungen auch in einem Extrafenster hätte. So, pass auf. Verwaltung, Rechnung. Die habe ich nämlich auch nicht gezahlt. Sehe ich gerade. Habe ich nämlich verpasst zu bezahlen. So, dann ist die erste auch schon mal weg. Ist aber nicht schlimm. Egal, ist auch voll. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann das nicht hier dahinstellen. Das ist so schlimm. Ist so schlimm gerade. Ich schmeiße jetzt einfach irgendwo rein. Wir sortieren das in der nächsten Folge. Sortiere ich das gleich aus. Zwischendurch mal, wenn ich die Zeit für habe. So, der ist auch voll. Müssen wir unsere Kasse mit aufmachen hier, damit die Leute auch mal zu uns kommen, damit das hier ein bisschen zügiger geht. Dass wir mehr Kunden angelockt kriegen. Wir haben jetzt auch eine neue Mod drin, wo wir nach 9 Uhr bestellen können. Uns natürlich sehr in die Arme spielt in dem Fall. So, den machen wir auch mal eben hier. Und solange die Kasse jetzt nicht bimmelt, kann ich ja gleich einmal umräumen. Oder schon mal anfangen damit umzuräumen. Jetzt komme ich hier nicht durch. Wir haben auch mehr Leute drin, man sieht es ja auch. Ne? Aber ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob die jetzt auch wirklich alle antanzen. Puderzucker. Regal ist voll. Ich habe bestimmt kein Regal dafür. So. Kommen wir mal eben zu unserer Kasse. Er bestellt ein bisschen Wasser mit.
Ich habe auch gesehen, es gibt eine Mod, wo die Leute wirklich mehr kaufen. Die wollte ich jetzt nicht reinmachen. Ich wollte das jetzt so belassen, wie es jetzt ist. Ja, ich gehe auch nicht in den Laden und kaufe und mache einen riesen Einkauf für eine ganze Woche, alle zwei Tage. Sondern hau ein paar Dinge immer erst ein bisschen später in dem Fall. So, den haben wir auch weg. So. Jetzt brauchen wir nochmal 458 und dann können wir direkt anfangen, wo ich gerade das Lager machen, direkt den nächsten Kredit zurückzuzahlen. Aber ich denke, wir sollten eigentlich noch genug Ware haben, bis auf die Standardsachen, die so weggehen. 30, bitteschön. Sollte das eigentlich alles passen. So, einmal mit Karte. 124, na, falsch eingetippt. 124, 51. Ich wollte gerade sagen, habe ich die Aufnahme überhaupt an? Ja, habe ich. So, gut. Das lasse ich erstmal liegen, dann fangen wir schon mal an umzuräumen hier im Lager. So, pass auf, dann machen wir hier ganz kleinen Kisten rein. Was habe ich denn da? Ich habe keine Milch mehr. So, O-Saft habe ich mehr als genug. Dann brauche ich die dann nicht. Dann lasse ich die draußen stehen, die zu viel sind. Und dann nehme ich den da raus. Weil ich will ja jetzt nicht zu viel immer im Lager haben. Es reicht, wenn ich zwei Kisten habe von der Sorte. Dann reicht das. Und da ich ja diese Mod drin habe, dass ich da die Sachen ja stapeln kann, beziehungsweise auffüllen kann, kann ich das immer voll machen auf die nächste Stufe. Dann sortieren wir das ein bisschen aus hier. So, wieder Orangensaft. Wo habe ich dich? Da. Ist aber voll. Das heißt, den könnte ich jetzt nehmen. Und den auch einmal aufmachen hier. Der ist aber, glaube ich, komplett, ne? Der ist komplett. Der auch. Der nicht. Habe ich da schon mal den nächsten. Passt das schon mal? So, dann haben wir das schon mal fertig. Dann kommt der weg. So, Apfelsaft, O-Saft. Das ist richtig Cola. Packe ich mal mit hier runter, dass wir die ganze Cola-Sorten in einer Reihe haben. Die Sprite. Die packen wir auch gleich um. Das Mehl fliegt hier raus. Und darüber. Nehme ich dann auch da weg. Das Problem ist halt, wenn die Auffüller keinen Platz haben, packen die euch das irgendwo hin. So, der kommt da weg. Das Wasser packe ich mal wo rein. Das Wasser habe ich hier schon aufgefüllt. Auch zu viel. So, dann kommt der auch da raus. Ist aber komplett wahrscheinlich. Einfach da drauf. Machen wir das jetzt so nebenbei noch in der Aufnahme. 187. So, bitteschön. Der nächste direkt. Ich wollte gerade gehen. Eieieiei. Also bei uns kommt es relativ spät immer am Abend erst einkaufen, die meisten Leute. So, das heißt, das Wasser fliegt raus, das fliegt auch raus. So, die Butter und sowas lasse ich da drin. So, Apfelsaft, Orangensaft. Da habe ich die ganze Cola. Die Soda fliegt da oben einmal raus. So. Ich wollte das eigentlich nach Kisten sortieren. Genau, und da machen wir größeren, ganz großen Kisten mache ich hier gleich rein. In den Regalen. Weil ich davon wesentlich mehr Ware brauche als alles andere. Habe ich das so ein bisschen extra Packmilch? Ja, dann habe ich jetzt keine. Kann ich nicht ändern. Muss ich gleich bestellen. 20. 40. Die ist nämlich, ja, das ist halt wegen den ganzen Sachen, ne? Ich habe jetzt so viel bestellt. So viel da gehabt. Jetzt klingelt das gleich wieder in der Kasse, wenn. So, 6er Pack Milch. So, lass mich mal gucken, was fehlt denn hier überhaupt? Die habe ich noch. Da habe ich noch. Da habe ich auch noch. Lager ist, rechts ist übrigens das Lager. Das ist auf 0. Davon brauche ich 5. Machen wir direkt 10. Habe ich noch. Machen wir 4. Auch direkt 5. Auch direkt 4. Habe ich auch noch, da habe ich noch, da habe ich auch nichts mehr so viel. So, Eier habe ich noch, Käse habe ich auch nicht im Lager, das ist nicht schlimm, das machen wir gleich alles. 5 Fisch. Brot habe ich noch, da habe ich nichts von im Lager. Mozzarella habe ich noch 14. Da habe ich, Mehl habe ich auch nicht mehr so viel. Wasserflaschen machen wir auch mal welche rein. Der Rest sollte aber erstmal reichen sein. Das kann ich nämlich direkt bestellen, dann habe ich das direkt alles hier. Weiß ich nur nicht.
Jetzt kann ich das wieder nicht wegpacken. Das ist so nervig. Ja, die Milch ist auf jeden Fall leer. Und die Kellogs sind auch leer. Dann sage ich ja, ich will immer halt gucken, dass ich zwei Regale im Lager gefüllt habe. Damit ich da immer Ware habe, dass das immer aufgefüllt wird. Damit ich alle paar Tage bestellen kann, einmal eine Großbestellung machen kann. Dann pendelt sich das auch wieder mit dem Geld an. 1 Cent bekommst du zurück. Warum bekommst du 1 Cent wieder? Ich habe alles aufgerundet, deswegen das passt schon. So, 12. Sehr, sehr. So, ich mache meine Kasse jetzt hier zu. Ja, das hättest du wohl gern, ne? Das habe ich gesehen, Alter. Das habe ich gesehen. So, das Regal ist voll. Dann füllen wir das direkt auf. Pack ich die Ware direkt hier hin? Kann ich nicht. Ich hasse dich auch, Spiel. Ich hasse dich auch. Kann sein, dass das irgendein Bug ist oder so. So, die Ware verräumen wir da mal direkt. Dass wir den Leuten hier mal mithelfen. Alles, was ich jetzt nicht ins Lager packen muss, ist natürlich direkt Ware, die ich verkaufen kann. Das heißt, das kostet mich im Endeffekt kein Geld. Gut, kostet mich ja so Geld, aber so gesehen kostet es mich jetzt keine Lagerzeit in dem Fall, dass die Leute das erst rausholen müssen. Wo habe ich jetzt den braunen Zucker hingepackt? Ja. Dann ist das nämlich direkt weg. So. Machen wir den Supermarkt-Simulator mal anders und machen hier den Lageristen-Simulator. Auch so weit voll. So, Apfelsaft, wo bist du? So, 32. Ist der leer? Ne, da ist, glaube ich, noch was drin. Da ist sogar noch was drin. Aber ich kriege nicht mehr da rein, ne? Ne, leider nicht. Der kommt ja auch dahin. So, waren das jetzt alles an Kunden? Ja, das war's. Okay, machen wir direkt Tag zu Ende. Zu teuer? Das ist mir egal, ob ihr das so zu teuer fand, ganz ehrlich. So, dann machen wir kurz die Preise. Checken wir mal kurz das durch. So, Bank machen wir mal eben direkt, dass wir die ganzen Rechnungen alle bezahlen. Da keiner meckern kann nachher. So, Statistik. Fangen wir unten an. 21, 10, 10, 380, 360. Also ihr seht, ich habe wieder aufgerundet. Einfach, weil es mir dann doch zu doof war mit der Zeit, das Ganze den Kleingeld rauszugeben. Ne? Das ist dann doch irgendwann sehr nervig. 94, 610. Okay, das kann ich schon verstehen, dass das so teuer ist mit der Pommes, ja. Verständlich in dem Fall. So, was haben wir hier? 655. Passt auch. Was haben wir denn sonst? Ich müsste eigentlich mal wieder ein Angebot reinmachen. Das Problem ist, ich muss ja erstmal jetzt alles wieder aufgefüllt kriegen, alles umstrukturieren, damit das auch wieder passt. Dass wir auf dem grünen Bereich sind. Dann können wir das gerne mal in Angriff nehmen. So, 2,50. 7,90 für Spaghetti, ne? Das ist so teuer. 5. Aber also direkt 6 Dollar. Ich dachte ja immer auf das nächste höhere aufrunden. So, 2,75. So, dann haben wir das einmal alles angepasst. Das müsste jetzt alles soweit passen. Was fanden die denn zu teuer hier? Das Öl. Haben trotzdem 17 Leute gekauft. Das ist der Wahnsinn. Also von 20 Leuten haben 17 gekauft und 3 gesagt, das ist zu teuer. Da muss ich in die Pommes. Die hatten wir doch auch gerade zu teuer, ne? 8 Leute gekauft, einer fand es zu teuer. Also es ist egal, ob sie es zu teuer finden. Einige kaufen es doch. Also von daher ist das Wumpe. So, Regal ist voll. Das wird auch voll sein. Was fehlt denn da? Achso, die Milch fehlt noch. Ja, genau. Die Milch fehlt noch. Spaghetti. So, da habe ich sie schnell ins Lager packen. Schnell ins Regal packen. Sonst meckern die Leute gleich. Ja, ich habe die Sachen nicht gefunden. Ja, da müssen wir nämlich auch auffüllen hier. So, passt. Muss halt auch so ein bisschen umstrukturieren, das Ganze. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Und Leute, die Milch ist wieder da. Bäm, ist sie wieder leer gekauft. Ja, müssen wir gleich noch so nebenbei ein bisschen Lagerloch umbauen. Und dann haben wir das auch erreicht. So, was habe ich hier noch? Spaghetti. Milch. Spaghetti. Milch.
Die andere Milch. Okay, das hat der Restocker gerade in der Hand. Jetzt kann ich das wieder nicht wegräumen. Ach, das ist so nervig. So. Da sind 6 Stück drin. Dann kann ich die auch direkt nicht ins Lager packen, sondern die hier. Können wir direkt weiter umbauen. So, was habe ich gesagt? Die kommen da raus. Genau. Dann machen wir die schmaleren Kisten alle rein. Das sind die etwas kleineren Kisten. Genau. Mich jetzt einmal hier gucken, welche Kisten sind das denn hier? Die. Das heißt, die Kisten würde ich dann hier mit reinpacken. Obwohl, dann müsste ich die rausnehmen. Die ganz kleinen Kisten müssten eigentlich auch raus. Machen wir auch. Die Butter packen wir. Das Regal. Nehme ich auch da raus. Machen wir das mal in der Zeit eben um hier. Und ist die Butter hingepackt da oben. Obwohl, ich könnte ja eigentlich das Regal rausnehmen, ne? Das wäre, glaube ich, dann einfacher. Die Sachen mal eben um. Es packt hier die Milch da unten rein. Junge, die Milch sollte doch gar nicht da rein. Was ist dein Problem? Packt einfach die Milch da unten rein. Er ist doch total doof. So, pass auf, packen wir den da rein. So. Habe ich denn jetzt die Sachen reingepackt? Da, dann nehme ich den da raus. Schieb einfach die Regale um. Wo ist das Problem? Aber ist auch einfacher. Warum so schwer machen, wenn man es sich auch einfach machen kann? So, die Ware ist noch drin. Die Ware ist noch drin. Jetzt muss ich nur eben die eine wieder hier rausnehmen und dann wieder hier einsortieren. So, falsches Regal. Achso, ja, falsches Regal. So. Dann da rein. Ist das nämlich auch erledigt. Dann haben wir das nämlich auch abgefrühstückt. So, Wasser habe ich noch draußen stehen. Das ist egal. Das kommt runter. Das hat da nichts zu suchen. Du bist die Milch. Die kommt da oben rein. Dann packe ich die nämlich dahin. So, da kommst du nämlich hier auch weg mit dem Schild. So, sehr schön. So, Zero Cola kommt nach unten. Kommt da rein. Dann kommt das nämlich auch weg. So, so da. Da gucken wir gleich mal. Mozzarella, ja, sehe ich gerade, ist leer. Die beiden bestelle ich mal eben nach. So. Egal, ist voll. Wie kann das sein? Dass das voll. Ach, der hat schon wieder was rausgenommen, ne? Ja. Restocker wieder. Er hat es wieder hier rausgenommen und hat uns nichts gesagt. So, den bestelle ich auch mal nach und den auch. Geht die Stimme gerade schon wieder weg. Ah, jetzt brauche ich Geld. Ich habe zu wenig Geld. Leute, kauft mal mehr ein. Ich brauche mehr Geld. Da gucken wir gleich mal nach. So, ich habe die großen Kisten. Die großen Kisten packen wir alle um. Packen wir hier rüber. So, was ist das denn hier? 2-2. Da packen wir den da rein. So, fertig. Bauen wir das jetzt hier mal eben um in der Zeit. So, den da rein. Packen wir auch gleich um. Die nehme ich hier raus. Wir haben noch Toilettenpapier. Dann machen wir auch wieder wie in einem anderen Safe-Game. Dann machen wir wieder die ganzen Regale voll. Müll mir hier einfach überall zwischen. Das ist nicht nett. Das ist nicht so die feine englische Art hier. So, Spaghetti kommt da oben rein. So, jetzt sind wir bei 3000. Da gucken wir gleich. Den kann ich voll machen. Ist da noch was drin? Da ist noch was drin. Da kommt der da rein. Wenn ich den damit auffüllen, dann kann der Karton nämlich weg. So Leute, wenn das noch ein bisschen mehr gehen würde, wäre das schon schön. Kartoffelsack. Ah, ich habe keine Kartoffeln. Warum sagt da keiner was, dass ich keine Kartoffeln habe? Ah, oh, kein Verlass auf die Auffüller heute, ne? Die haben alle keinen Bock. Man merkt's, ne? Die wollen eigentlich alle ins Wochenende. Boah, Junge, du stehst mir im Weg. Und die haben alle keinen Bock gerade. Ja, wenn du keinen Kartoffelsack finden konntest, dann liegt das daran, dass wir keinen haben. Deswegen dachte ich ja, ich will das halt umbauen. Oh, habe ich denn die Kartons? Habe ich noch gar nicht den Platz aktuell. Will ich die jetzt erstmal hier reinpacken. So, Kartoffelsack. Auch noch bestellen. Hähnchen muss ich noch bestellen. Ich habe aber kein Geld. Machen wir direkt 10. Ein Hähnchen auch.
So. Wenn ihr nicht genug kauft, dann kann ich keine Ware bestellen, ganz einfach. Liegt alles an euch. Müsst nur mehr kaufen. So, dann machen wir das Regal komplett voll hier. So, dann haben wir das. So, den kann ich da reinpacken. Und noch bestimmt den einen irgendwo hier reinpacken, ne? Nee, ist doch nicht voll. So. Haben wir das schon mal fertig. Der kommt auch raus. Der kommt hier rein. Der kommt weg. Sind diese Zwischendinger. Die würde ich hier reinpacken. Die da weg sind. Da müssen wir nämlich nachher so sortieren, weil da hatten wir da schon mal das Problem, dass die ja, drei verschiedene haben von der Sorte. Und wir die falschen immer dabei hatten, die falschen bestellt haben. Aber das sollte sich ja jetzt auch erledigt haben mit dem neuen System, was wir ja hier drin haben. Bei 24 habe ich da noch was drin. Ja, komm, dann füllen wir das mal mit auf hier. Bitte, wenn ihr mehr bestellt, kann ich euch auch mehr Ware anbieten. Wo habe ich denn meinen Puderzucker hier? Da. Der nämlich auch leer. Dann ist der nämlich auch weg. Soll die Milch auch aufgefüllt. Wie viel brauche ich denn überhaupt vom Budget? Ich brauche noch knapp $300. Also gibt Gas. So, da habe ich noch Nudeln. Da muss ich gleich mal gucken. Den nehme ich raus. Den nehme ich auch raus. Braunen Zucker. Orangensaft habe ich keinen mehr. Das ist egal. Den habe ich draußen stehen. Siehst du, habe ich da gesagt. Brauner Zucker. Wir packen den hier in den Puderzucker. So, Wasser. Milch. Auch wieder voll. Habe ich hier noch was drin? Alles leer. Orangensaft kann ich auch eben auffüllen. So. Ja, er sagt jetzt, das Wasser geht zu nahe. Das ist halt natürlich jetzt der Nachteil daran, wenn du es auf 5er Regale packst. Ne? Also er versucht natürlich immer alles hier voll zu machen. Aber ich sag mal so, wenn man das wirklich hinkriegt mit der Zeit, dass das auch wirklich auf 2 Regalen dauerhaft voll bleibt. Auch leer. Dann ist das eigentlich. Dann dürfte da nichts passieren großartig. Ist so doof wie eine Umräumerei gerade, das ist natürlich klar. Aber es gehört halt auch dazu. Es ist halt auch was im Supermarkt gemacht wird. Du musst viel umräumen. Ja, deswegen, das gehört alles dazu. So, die sind auch voll. Und ich kann bestellen, sehe ich gerade. Sehr schön. So. So, die neuen Kelloggs, den Platz können wir auch direkt hier ansortieren. Die anderen kommen dann hier oben hin. An die Bees, da muss ich gleich gucken, wo ich die hinpacke. So, Kartoffelkiss. Kartoffelkiss haben gefehlt die ganze Zeit. Da werden wir auch, habe ich nämlich gestern schon gesagt, da bin ich halt überlegen, ob wir da 2 Regale von hin machen, demnächst, dass wir da wirklich 10 Stück anbieten am Tag. Ja, die sind auch so schnell weggegriffen, die Dinger. Das ist der Wahnsinn. So. Was für ein Karton seid ihr denn? Ihr seid ein bisschen größer, ne? Ihr seid nur so einer. Wohl, weißt du was? Die packen wir mit hier rein. Packen wir mit da rein. Der kommt auch gleich raus. Hähnchen. Hähnchen müssten wir eigentlich auch mit da reinpacken. Die kriege ich dann nicht in einer Reihe, glaube ich. Obwohl, wenn ich die da reinpacke, sollte das eigentlich passen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das passt. Können wir dann direkt auffüllen. Der Tag ist auch gleich zu Ende. Das ist nämlich auch weg. Jetzt habe ich noch 1255 Euro, Dollar. So. Ja, das ist natürlich da rausgenommen, ne? Das wieder da rein. Auffüllen. Das ist doch so hier, Minium. Mal hier, pass auf. So. So, 4 Reihe Kartoffeln, 4 Reihen Hähnchen. Passt. Ich das nämlich direkt drüber packen. Egal, ist voll. Echt ist das schon komplett voll. 4, 4, 4. So. Bleibt der Rest draußen stehen. Das ist Ersatzware. Gut, dann wäre der Tag soweit durch. Dann habe ich euch mal ein bisschen gelangweilt mit auffüllen. Ich sortiere das jetzt um. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder auch im Livestream. Wenn ihr Bock habt, bis dahin. Ciao.